Der Beitrag ist durch den Experten jetzt noch alkoholverherrlichender geworden als vorher. Hallo Freunde der gepflegten alkoholischen Unterhaltung. Ich hoffe, ihr sitzt, seid angeschnallt. Ich hoffe, ihr habt einen Sitzen. Seid angeschnallt und habt euren Bierhelm auf, euer Trinkhorn im Gürtel, euer Metfass angestochen und euer Rotweinglas hat ein Füllvolumen von mindestens 5 Kubikdezimetern. Hättest einfach nur 3 sagen sollen. 8. Freunde, ihr könnt euch bestimmt noch an die wilde Reaction erinnern. Hier die wilde Hilde, die da auch schon im Bild zu sehen ist, theoretisch. Ja. 30 Tage ohne Alkohol. Sie heißt Caro. 30 Tage ohne Alkohol, gar kein Stress für Caro. hat sie zumindest behauptet. Bei uns kam das eher so an, als wäre das großer Stress. Und das war auch sehr großer Stress, vor allen Dingen für den Funkkanal Y-Kollektiv oder Y-Kollektiv. Und jetzt haben sie das Video, was sie ursprünglich mal gelöscht hatten, weil es so cringe war, wieder rausgekramt und eine Reaction darauf gedreht. Wer macht denn sowas? Sagen wir mal so, das war vielleicht zu alkoholverherrlichend. Eventuell. Vielleicht war doch einfach so tief in sich sehr traurig. Schauen vielleicht gab es auch einfach nur zu viel Gegenwind. Soweit ich weiß, schaut sie das jetzt mit einem Suchtberater oder einer Suchtberaterin. Irgendwie sowas. Ich bin gespannt. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, andere nicht. Vor einigen Wochen haben wir eine Reportage zum Thema Alkohol veröffentlicht und die hat massive Kritik geerntet. Wir haben die Reportage mittlerweile wieder offline genommen und ich würde euch gerne erklären, warum. Viele von euch fanden, dass die Reportage alkoholverherrlichend sei. Es ging in dem Film um ein Selbstexperiment. Ich habe 30 Tage lang nichts getrunken und eben auch erzählt, wie schwer mir das an manchen Stellen fällt. Dass diese Reportage alkoholverherrlichend wahrgenommen worden ist, tut mir super leid, denn das war wirklich nicht der Plan. Wir sind aber nochmal in uns gegangen, haben uns eure Kritik zu Herzen genommen und es stimmt, an manchen Stellen haben Einordnungen gefehlt und es stimmt auch, mit Blick auf den Jugendschutz hätten wir die Reportage so besser nicht hochgeladen. Aber es wäre ja nicht Stil des Y-Kollektivs, wenn wir jetzt einfach das Ding unter den Teppich kehren und nie wieder drüber sprechen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Reportage in überarbeiteter Form nochmal hochzuladen. Und dafür habe ich ein Reaction-Video gemacht. Aber nicht nur mit mir alleine, sondern zusammen mit Hans-Peter Eckert. Der ist Leiter der suchtherapeutischen Einrichtung KUKON in Berlin. Und wir haben nochmal einen kritischen Blick auf die Reportage geworfen. Boah, mir geht's schlecht. So wie die klingt, war die bei einem richtig guten Kegel-Event dabei. Ich würde auch sagen, nur. Das ist mir nicht schwer, kein Alkohol. Gestern war doll. Vorglühen, feiern gehen, After Hour. Hiernach mache ich 30 Tage nüchtern. After Hour ist einfach morgens. Finde ich immer noch am geilsten. After Hour ist einfach so um 7 oder 8 Uhr morgens. Alleine. Naja, nach irgendeiner Stunde halt. Ich bin die Erste im Office. immer nach der vollen Stunde. Ja. Aber jetzt schmeckt es mir so gut. Und deshalb würde ich sagen, ich verschiebe die Stadt mal auf morgen. Um mich herum trinken alle weiter. Und ich merke, nicht trinken ist gar nicht so leicht. Alkohol gehört bei mir einfach dazu. Ich will aber auch verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Unterm Strich hat Alkoholtrinken mir halt mehr genommen, als es mir gegeben hat. Vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Alkohol als Lebenselixier, ist das nicht eigentlich ein bisschen sad? Warum haben die noch nicht sich eingemischt? Kein schönes Gefühl, mich so zu zeigen. Aber so oder so ähnlich bin ich schon oft aufgewacht. Hans-Peter ringt noch nach Worten. Tatsächlich ist es so, ich meine, gut, für Leute, die jetzt Reacts gewohnt sind, okay, wenn das jetzt gleich kommt. Aber ich glaube, jeder, der so das Format Reacts nicht kennt, wenn die beiden gleich kommen und darüber reden, ist einfach todesverwirrt, oder? Also wenn gleich was kommt, ich weiß nicht, vielleicht war der Sinn auch nur, dass die beiden das Video starten und dann gucken wir es gleich. Wir gucken das einfach komplett durch und nichts passiert. Ja. Am Ende klappen sie. Es gibt so viele TV-Formate mittlerweile, die nur Reactions sind. Ja, da kommt es ja auch so ein bisschen her. Die Leute kennen das. Muss man ja sagen, ne? Also Chartshow und so ein Krams, die haben es ja eigentlich auch
aus dem Internet geklaut. Ja. Aber es wäre geil, am Ende dann so vom Video einfach die beiden klappen Laptop zu sagen, ja, können wir so machen. Boah, ich habe letztens habe ich mir einen geilen Fauxpas bei meiner Frau geleistet. Wir gucken und haben uns wieder einfach unseren Intellekt gefrönt und uns mal wieder was im Fernsehen angeguckt, was auch einfach geistig ein bisschen stimulierend ist und ne, was so ein bisschen. Auf gut Deutsch, wir haben Ex on the Beach geguckt, die aktuelle Staffel. Meine Frau so, Alter, wie können die denn jeden Abend so krass saufen und am nächsten Tag schon wieder? Und ich sag mal so, meine Antwort, Babe, die sind alle ungefähr 10 Jahre jünger als wir, kam nicht so gut an. Aber ist die Wahrheit. Ja, ist. Aber auch durchziehen ist so ein Punkt. Weil wenn du es abappen lässt, ist scheiße. Aber auch in unserem Alter, wenn du durchziehst, kannst du machen. Den wird es nur nach der Woche richtig, richtig schlecht gehen. Es sei denn, sie kommen in das nächste Trash-TV-Format und können weiter durchziehen. Alright. Ich habe mit 15 angefangen zu trinken und im Grunde nie damit aufgehört. Tag 1. Ist nicht gut. Eins vorweg, ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber schon. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Mein Konsum sieht so aus. Ich trinke etwa 4-mal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. 4-mal die Woche trinken, mal ganz unabhängig von dem, wie mein Konsum aussieht, ist man automatisch abhängig, wenn man 4-mal die Woche Alkohol trinkt? Ich bin mir fast sicher, die Antwort lautet, wenn es dir schlecht geht, wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem. Nee, so weit muss es gar nicht kommen. Okay. So eine erste schon eine Gewohnheit, ne? Symptomatiken sind Gewohnheiten, ja. Und sowas wie Routinen. Regelmäßigkeiten, und ja. Regelmäßigkeiten, tatsächlich genau. So auch Rituale, ne? So wie, hey, es ist Freitag 18 Uhr, wir müssen jetzt anstoßen. Und wenn man es nicht macht, fühlt man sich irgendwie kribbelig, ja. Und ja, oder das Feierabendbier, was du immer brauchst. Ja. Ja. Nein, also die WHO-Maßgabe in dem Fall ist eigentlich, dass man, wenn man an 4 Tagen trinkt und 2 Tage Konsumpause einlegt, dann besteht Hoffnung, dass noch kein Problem kommt. Aber kommt auch an, wie viel man trinkt, ne? Ich glaube, die Dosis macht da jetzt ein bisschen das Problem. Also die WHO sagt ja, also es gibt keinen risikofreien Konsum neuerdings. Das ist irgendwie Zellgift und hat immer eine schädigende Wirkung. Ich habe ein paar von meinen. Ich habe das Gefühl, da wäre eigentlich noch ein Aber gekommen, oder? So wie er den Satz betont hat. Ah, schade. Meinen Freunden erzählt, dass ich muss das ja Experiment nicht mache. Ist und, Zellgift. Ein paar dieser Reaktionen kann ich ja mal zusammenfassen. Einem Freund von mir habe ich geschrieben, ich mache jetzt 30 Tage nüchtern. Hat er geschrieben, dann werden wir uns wohl 30 Tage nicht sehen. hier ein anderer hat mir gar nicht mehr zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen können, ich aber nichts trinken werde. Best Friends. Hallo, bitte verarsch mich nicht. Ich will dich nicht 4 Wochen trocken. Das kannst du mir nicht antun, Alter. Für mich ein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Wenn mir einer sagt, Digga, ich ertrag dich nur besoffen. Okay, ja, aber das ist ja jetzt Quatsch. Ich meine, du kennst ja jetzt, das ist ja offensichtlich, ist das Insider-Humor, weil sie dafür bekannt ist, über die Stränge zu schlagen. Das ist ja jetzt. Kann sein. Kennen die beiden jetzt nicht. Also ich gehe jetzt im besten Fall nicht davon aus, dass irgendeiner von denen die Antwort da ernst gemeint hat. Ja, gut. Wissen wir natürlich nicht, aber ja. Davon gehe ich stark aus. Als Witz gemeint. Und trotzdem frage ich mich, wie viel Wahrheit am Ende da dran ist. Denn bei dem einen oder anderen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den in der Zeit sehen werde. Eigentlich will ich aber genau das probieren. Die nächsten 4 Wochen mein Leben möglichst so weiterführen wie sonst auch. Die gleichen Leute treffen, die gleichen Dinge tun, nur eben ohne Alkohol. Hätte sie übrigens viel geiler gefunden, wenn sie niemandem Bescheid gesagt hätte, fällt mir gerade wieder auf. Sondern einfach nur gemacht hätte. Yo, ich werde hier 30 Tage von der Kamera begleitet. Easy peasy? Easy peasy, okay. Und ich will, ja. Aber dann hättest du auch echte Reaktionen bekommen bei so einer Party, wenn du dann plötzlich sagst, ich trink heute mal nichts. Genau. Das hätte mich auch mal interessiert. Aber dann weißt du ja, was der erste Spruch ist. Ja, ja. Willst du keinen Spaß haben? Nee, der zu einem Mann, aber nicht zu einer Frau. Zu einer Frau ist der erste immer ein anderer Spruch. Okay.
Ach, schwanger, ja, natürlich, ja klar. Logisch, logisch, logisch. Bist du schwanger? Ja, völlig richtig. Der zweite Spruch ist dann auch, hast du keinen Bock auf ein bisschen Fun? Hast du völlig recht. Kenne ich natürlich nicht, ne? Ich kann den nur aus meiner Perspektive, aber ja, hast du völlig recht. Hast völlig recht. Ja. Ich bin mit Freunden zum Essen verabredet. Erster Eindruck, alkoholfrei hat ein scheiß Image. Eine Happy Virgin will doch keiner bestellen. Doch, Mann, ist super lecker. Jeder Pfand aus der Flasche haben wir. Nehme ich, super, danke. Schon besser, schmeckt auch. Der erste Abend fällt mir leicht. Aber schon am nächsten Abend das gleiche Spiel. Um mich herum trinken alle. Was trinkst du, Thomas? Was trinkst du, Lisa? Was trinkst du? Eine Grund. Was ich aber, also ich muss nochmal sagen, was ich spannend finde, ist, dass ihre alkoholfreien Alternativen alle Alkoholiker sind, aber, also die so schmecken wie Alkoholiker, aber keinen Alkohol haben. Also Bier alkoholfrei, Corona alkoholfrei. Auch, sie hätte auch Wasser auch trinken können, schon, oder? Ja, genau. Das ist halt aber überhaupt nicht drin. Ja. Ich fühle mich wohl, wenn die anderen trinken. Dann ist die Stimmung besser und da habe ich dann ja auch was von. Wir bleiben bis 4 Uhr morgens in dem Laden. Wären wir alle nüchtern, wäre das bestimmt nicht passiert. Das ist natürlich nicht unproblematisch, aber auch nicht gut, wenn man sagt, naja, ich bin hier eigentlich nur noch, weil die Leute trinken irgendwie. Ne? Das ist, glaube ich, sehr ehrlich an der Stelle, weil wir da sicherlich nicht so lange gesessen hätten, wenn da kein Alkohol geflossen wäre. Naja, was kann man warum dazu eigentlich sagen? Nicht? Oh, schwierig jetzt. Sag mal so. Sei ehrlich, bitte. Wir sind halt irgendwie alle darauf angewiesen, in sozialen Kontakten zu sein und uns aufgehoben zu fühlen. Und kann dir mal die Frage beantworten? Möglichst das auch noch angstfrei zu haben. Und dann ist Alkohol einfach etwas, was sozusagen die Angst besänftigt. Oh, er redet sehr weit um den heißen Brei herum gerade, ne? Für Sie. Also sehr wenig direkt. Ja, ich wundere mich auch. Hat er irgendwo eine, so eine Krawattennadel gebrandet von Martini Bianco oder so? Soll das sein? Und, oder er ist direkt von Funk bezahlt. In Kontakt bin und... Er ist der Justiziar. dann zusätzlich noch einen Angstlöser dazu nehme, na umso besser, und dann habe ich ja sozusagen mehr soziale Kontakte. Achso, aus der Perspektive gesprochen. Mein Organismus sagt mir, wow, das ist genau das Richtige, was du da tust. Du pflegst deine Kontakte, das brauchst du. Das ist für dein Überleben relevant und von großer Bedeutung. Mhm. Könnte man sich fragen, ob es jetzt irgendwie diesen Sinn verfehlt, weil eigentlich im weiteren Stadium der Bekanntschaft kann man sich ja dann auch austauschen ohne sedierendes, angstlösendes Mittel. Ja, stimmt. Ich hab so, also sorry, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber ich habe so ganz krasses Gefühl, dass der auch andere Sachen gesagt hat. Also, es kommt immer der Schnitt, auch davor, so an der Stelle, wo ich eigentlich damit rechne, dass er dann aber nochmal was anderes Wichtiges gesagt hat. Geht's nur mir so? Ganz, ich weiß, was du meinst, aber es ist super weird. Ja, irgendwie. Ich bin gar kein Fan von ihm. Warum macht er denn dieses, ja, das ist alles so absolut verständlich. Auch die Situation, wie sie sie schildern. Ich habe da vollstes Verständnis für. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Prinzipiell sollte das jeder nachvollziehen können. Absolut. Aber so einen kleinen Ticken muss man natürlich auch die negativen Konsequenzen erwähnen. Die wären Schnitt. Wild. Mein, was zur Hölle, Alter? Was haben die vorher zu ihm gesagt? Bruder, sag mal was dazu, aber kritisier bitte nicht. Ja, das ist irgendwie, das ist super komisch. Ja, unser An Tag React 4 ist des noch Experiments oben, ja. Holt mich quasi meine Vergangenheit ein. Als Studentin habe ich englische Junggesellenabschiede zum Barhopping über die Reeperbahn begleitet. Jetzt soll ich in Berlin nochmal einspringen. Eigentlich witzig, wenn ich mir überlege, dass ich mir sogar einen Nebenjob gesucht habe, bei dem ich mich völlig aus dem Leben schießen konnte. Für diesen Film ein spannender Einblick, diesen Job nochmal zu machen. Zur Transparenz, ich krieg auch Geld dafür. Wie viel Geld müsste man dir bezahlen, wenn du das machst? 400 Euro. Also ich krieg 140. Und dann ist ja immer so, ich sag mal so, wirklich, für mich ist wirklich schlimmer, dass ich halt nichts trinken kann. Wirklich. Jetzt, Schnitt, was es sagt der los. Suchtberater dazu? Oh, schade, gar nichts. Gut, gucken wir weiter. Die Jungs sind schon in einer Kneipe, ich treffe sie dort. Verstehe auch absolut nicht. Und Geile ist, der Suchtberater ist ja, wie am Anfang irgendwie angesagt, da, um auf das Video zu reagieren. Warum hat man ihm dann nicht Zeit dafür gelassen? Offensichtlich zumindest nicht.
auf ihre Aussagen zu reagieren, weil es geht um sie. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob ich sie äußern sollte. Meinst du, wahrscheinlich hat der Justiziar aber auch nicht zugelassen, dass der Suchtberater das Videomaterial sieht? Nee, ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht, aber ich spreche mal einfach das Gefühl aus, was ich habe. Ich will niemandem was unterstellen. Aber ich kann mir vorstellen, sie hat dieses Video gemacht und man ist ja mal so ein bisschen stolz auf das Produkt, was man abliefert. Sie hat auch einen Selbsttest gemacht. Dann gab es einen riesen Shitstorm, das wurde offline genommen. Das mag man vielleicht nicht so. Dann gab es vielleicht hinter den Kulissen auch ein bisschen Zoff. Kann ja sein. Und ne, entweder hat sie jetzt gesagt, jetzt will ich es nochmal machen, aber dann mache ich mit einem Suchtberater. Ich weiß nicht, wer es am Ende geschnitten hat, aber bisher kommt es mir so vor, als hätte man es so geschnitten, als wolle man den Leuten zeigen, dass der auch beim ersten Mal okay war, der Beitrag. Ich habe nicht das Gefühl, dass man das jetzt hier in den noch... Flo, bist du noch da? Ja, dann kam was gefahren, alles gut. Dass man das in den Kontext packen will, wo man sagt, so, wir klären jetzt auf, sondern ich habe das Gefühl aktuell noch, man will hier einfach nur sagen, der Beitrag war schon beim ersten Mal in Ordnung und hier ist der Beweis, weil der Suchtberater sagt das genauso. Weißt du, was geil wäre? Der Chat hat nämlich völlig recht. Richtig geil wäre einfach wie in jedem React-Format eine fucking Facecam gewesen. Ja. Ja. Ein richtiges React, ja. Ja, und ich habe bisher vom Schnitt, und da kenne ich, also mit Schnitt kenne ich mich jetzt zum Glück ein bisschen aus, aber ich habe so das Gefühl, es ist halt, ja, genau. Ja, so. Aber das, es heißt ja auch, sie reagiert drauf. Sie reagiert ja nicht drauf. Immerhin herzliche Begrüßung. Oh. Wenn der jetzt gleich wieder was zu sozialen Anlässen und Alkohol sagt, kriegt die Krise. Weil dann geht es wirklich nicht um sie. Dann ist das Ganze dem Thema verfehlt, 6 Sätzen. Schlo hat schon gesehen. Erster Eindruck, zwar scheint keiner mehr zu merken, dass es hier nicht unbedingt gemütlich ist, aber solange das Glas voll ist, ist die Stimmung gut. Daran gearbeitet, die Gläser wieder zu leeren, wird ständig. Allgemein gibt's eigentlich kaum ein anderes Thema als das Saufen selbst. Saufen! Das ist ein super Song. Hallo, das sind Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. So sieht's aus. Und der Chat fragt die einzig richtige Frage: Wo Himmelblau? Das heißt, die Jungs sind schon fast 12 Stunden am Glas. Nicht unüblich für so einen Junggesellenabschied. Die wichtigste Rolle spielt in der Regel nicht der Bräutigam, sondern der Alkohol. Ich hätte gedacht, oh Gott, da sind jetzt 16 Briten, die mich alle nicht kennen, alle männlich. Das wird mir bestimmt total schwer fallen. Da werde ich ja wahrscheinlich irgendwie Angst haben oder ich werde mich unwohl fühlen. Das war eigentlich gar nicht so. Ja, super heißt ja eigentlich fürs Publikum. Sie, die das schon ihr Studium lang als Beruf gemacht hat, kommt da jetzt hin und wird Angst haben. Und das ist natürlich super, dass sie keine Angst hat. Okay, danke. Alter, ich bin richtig am Ende gerade. So. Ich bin noch mehr am Ende als bei der Doku selber. Sie sagt selber, wie du gerade schon gesagt hast, sie hat das als Studentin schon gearbeitet. Ja. Jetzt ist sie älter und hat ein Team dabei. Aber... Angst. Ja. Wie löst man Angst am besten richtig? Mit Alkohol. Ja. Dass sie sozusagen gar nicht mehr auf die angstlösende Wirkung vom Alkohol angewiesen sind, wie sie es vorher vielleicht gedacht hätten. Alter. Kann das nicht bis zum Ende gucken? Ich weiß auch nicht, ob ich das aushalte. Er hat ihr gerade einfach nur bescheinigt. Ja, stimmt. Also sie haben gar kein Problem. Sieht man ja. What? Ja, aber ein schöneres... Hast fein gemacht. Drum bist du auch keine Alkoholikerin. Was zur Hölle, Alter. Macht mich fertig gerade, ey. Das ja. Macht mich richtig fertig. Wir müssen ein bisschen schneller gucken, glaube ich. Ja, wenn wir hier jetzt reinquatschen, Leute, dann guckt euch nochmal unser React auf das Ding in erster Linie an. Ja.
Ja, wir pausieren meine, jetzt die Beiträge hier nicht mehr. Ich habe dafür auch voll Verständnis. Ich verstehe auch, wenn andere Leute das jetzt so angucken und so denken so, oh, nur noch der, wenn Spaß, von denen was gesagt wird. Die brüllen doch nur, das ist alles voll lala. Und weil gerade jemand sagt, dann gebt ihr Mist doch nicht noch mal ein zweites Mal die Bühne. Doch, definitiv, weil Gegenpol dazu auch wichtig ist. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt prinzipiell mit Absicht den Gegenpol. Wir gucken uns das schon erstmal neutral an und bewerten es dann. Aber wir lassen uns doch nicht dann irgendwie, also... Ja, also Olli hat, weil was wir ja machen, was ja der Vorwurf gibt dem Ganzen noch nicht noch eine Bühne. Ja. Die Bühne bietet YouTube. Und wir, also wenn man es einfach nur so dastehen lassen würde, unkommentiert und wir das re-uploaden würden, würden wir dem eine Bühne geben, eine falsche auch. Aber dadurch, dass wir das kommentieren und für uns mit unserer Meinung einordnen, die sehr konträr zu dem Gesagten ist, geben wir dem ja keine Bühne, die irgendwo jetzt negativ ist, oder? I don't know. Dauert ewig, die Mitarbeiter sind genervt. Und ich stelle fest, Betrunkene sind ein bisschen wie Kinder. Die einfachsten Dinge scheinen plötzlich mega kompliziert. Jetzt fängt schon langsam an zu nerven, dass ich keinen Alkohol trinke. Also jetzt gerade hat es gar nicht so Bock. Immer noch ihre, sorry, ich muss da doch nochmal kurz pausieren, für mich ist es immer noch so abstrus, dass nicht ihre Reaktion ist, oh krass, weil die so besoffen sind, kommen die nicht klar, sondern weil ich nicht besoffen bin, nervt's mich. Ja. Tja, stimmt. Sie sind jetzt quasi im Zwiespalt, naja, irgendwie jetzt halt nüchtern bleiben, so wie ich mir das vorgenommen habe, oder eben auch anfangen zu trinken, um halt irgendwie mehr dabei zu sein. Mhm. Aber wofür? Ja. Ja, um dann am Ende vielleicht auch von der Hilfe angewiesen zu sein. Warum? Ja, aber das ist ja so, nicht? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter, ich sag jetzt mal, Therapieansatz, weil es auch einfacher ist, glaube ich, im ersten Moment an anderen Leuten mal zu schauen, was einem eigentlich am Alkoholkonsum nicht gefällt. Ist natürlich erstmal einfacher, ne? Jemanden anzugucken und zu sagen, oh, damit wir eben eigentlich zu tun haben. Das Problematische, sorry, ich muss mal ganz kurz sagen, das Problematische im Alkoholkonsum ist ja nicht nur, dass du, während du den Alkohol trinkst, berauscht bist. Da sind so viele andere Sachen, die da jetzt gerade am Abend nicht stattfinden, die du auch nicht bei anderen Leuten dann siehst, die mit so einer Abhängigkeit einhergehen. Olli. Ich finde ihre Argumentation auf so einen vorbereiteten Beitrag auch richtig gut. Mhm. Journalismus 101. Das, sich das alle irgendwie einzugestehen, ne? Weiter geht's. Die Kindergärtnerin ruft zum Appell. I know you're having fun, but we're not gonna get in when you're like acting like piss drunk, so. Ganz ehrlich, Alter, wenn ich mir das hier weiter angucke, Leute, dann muss ich danach trinken, um das zu vergessen. Please try to behave when we go in, okay? Yep. Alright, let's go. Let's go. Right. Aber wohin jetzt mit dieser Rasselbande? Die einzige Bar, die mir einfällt, die 18 betrunkene Briten reinlassen würde, hat aus irgendeinem Grund zu. No, sorry, I'm waiting. Wait a second. No. Come on, Caroline. Come on, Caroline. Come on. Don't let us down now. Jetzt wird's schwierig. Ich weiß nicht genau, wohin mit den Jungs und das finden die natürlich auch scheiße. Ich frag mich, wie ich sowas früher gelöst habe, als ich noch mitgetrunken habe. Vielleicht hat mich die Situation dann einfach weniger gestresst? Ich entscheide, die Jungs erstmal im Stripclub zu parken. Auch wie Kleinkinder. Ab an den Busen, dann sind alle happy. Wenn man das mit nüchternen Augen betrachtet, hat so viel Trinken was Trauriges, finde ich. Also das finde ich wirklich krass. Ich weiß, dass mir das selber auch Spaß macht, aber wenn man da so drin steht, denkt man so, hier findet kein Gespräch mehr statt, hier wird irgendwie nur noch so überlebt. Man hat den Eindruck, so die überleben gerade so ihren Rausch, alle so. Ja, aber ich will das doch gar nicht, meine das gar nicht despektierlich, also ich kenne das. Also das ist ja von der ganzen Reportage der alkoholkritischste Moment, ne? Der einzige. Also, ich finde. Das ist der kritischste Moment. Das sagt eigentlich viel. Ich weiß gar nicht, ob er einfach nur ein fucking Genius ist mit seinen ganzen. Ich gehe ganz weit um den Brei herum. Für die ganz Schlauen, die da zwischen den Zeilen lesen können, weißt du? Wenn er sagt jetzt so, das ist definitiv der kritischste Moment.
Ja, und meint damit so, Digga, wenn das der kritischste Moment in deinem Video ist, dann hast du den Beitrag verkackt. Weißt du, das... Nein, aber das wäre ja die Art gewesen, wie sie es hätten präsentieren müssen, um den Beitrag wieder vernünftig online zu stellen. I know. Und sie haben es ja wirklich, also ich meine, wir sind erst bei Minute 12, wir haben ein Drittel geschafft. Kann ja auch sein, dass es noch besser wird, aber bisher ist es so gegen die Wand gefahren, also so vollkommen verkackt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also auch mit ihm nicht. Also er hat ja seine Aufgabe auch selber komplett verfehlt. Lass mal noch hören, was er sagt. Nicht. Zumindest jetzt gerade. Dass ihr Ton und ihre Worte an der Stelle jetzt gegenüber dem Konsum der Gruppe schon eigentlich recht kritisch klingt. Und jetzt so hinterher zu sagen, ja, aber es macht auch Spaß, ist irgendwie nicht die ganze Wahrheit. Da ging es mir auch wirklich darum, mich da nicht so rauszuziehen, weil genau das, was Sie sagen, ja, mein Blick darauf war kritisch. Und trotzdem fand ich es so ein bisschen frech, mich da jetzt hinzustellen, einmal nüchtern dabei und zu sagen, guckt mal an, wie die trinken. Ne? Deshalb habe ich das auch am Ende so relativiert, weil ich dachte, naja, das ist jetzt ja auch unglaubwürdig, wenn ich hier stehe und das plötzlich so sehr verurteile. Der Abend geht eigentlich noch weiter, aber mehr Erkenntnisse bringt er nicht. Okay, also die Feststellung ist, weil sie gerne trinkt, kann sie Alkoholkonsum nicht kritisieren. Das heißt, diese ganze Reportage wird keinen Sinn machen. Ja, absolut. Gut. Bringt er nicht. Irgendwann verabschiede ich mich. Mir fällt auf, dass ich noch nie so wenig mit der Gruppe, die ich begleitet habe, zu tun hatte. Dann sind wir mal ehrlich, im Grunde hatte ich mit denen nichts gemeinsam, außer der Liebe zum Alkohol. Trinken alle, findet man schneller eine Basis, wie hier auf meinem Heimweg an der Warschauer Straße. Fremde liegen sich... Trinken alle, findet man schneller eine gemeinsame Basis, finde ich übrigens unfassbar schwierig als Aussage. Also zeigt vielleicht was... Finde ich überhaupt nicht. Ich finde... Eine gemeinsame Basis findest du da nicht. Du findest vielleicht einen einfacheren Umgang miteinander, aber... Das ist aber die einfachere Basis. Okay, dann verstehe ich vielleicht einfache Basis falsch. Der Alkoholkonsum ist die einfache Basis. Ja, dann verstehe ich vielleicht die Bezeichnung einfachere Basis miteinander völlig falsch, weil ich da drunter Allein die Basis ist zum Beispiel besoffen, Gitarrenmusik, lass dich drücken. Ja, aber das kann ja nicht wirklich von irgendjemandem die Basis sein, das ist so... Bruder, du sollst jetzt hier gerade nicht eine philosophische Diskussion im Leistungskurs irgendwo aufmachen. Es geht wirklich um die Basis. Es geht darum, wenn alle besoffen sind, haben sich erstmal alle lieb, bis sich alle Aber das hast du doch auch. Also ganz ehrlich, hier dann zwei Leute, also wie oft ich schon in der Kneipe saß und plötzlich saßen zwei Tische zusammen, die sich vorher nicht kannten. Und da war die einzige Basis, war, dass wir alle besoffen Spaß hatten. Na, no, fair enough. So. Aber ich finde noch viel schlimmer, das war ihr Job. Also für mich ist immer noch so, Digga, das war ihre Aufgabe, die Leute dazu begleiten, zu betreuen und in Bars zu bringen. Aber sie ist während ihrer Arbeit doch so gern betrunken. Ja, ...sich im Arm. Jetzt ein Bier und ich würde mich dazustellen. Naja, dafür morgen kein Kater. Auch hier jetzt so zu überlegen... Ja, der Anlass. Ja, lohnt es sich dann für mich jetzt Nein, es zu war trinken keine... und dann diese Auswirkungen zu haben, den Rausch und die Toten hören Die Frage werden. Hat sie sich aber nicht. Er tut so, als würde sie sich reflektiert die Frage stellen, trinke ich jetzt? Das tut sie nicht. Sie trinkt 30 Tage nicht für eine Reportage. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als sich selber aus freien Stücken zu überlegen, ist der Ansatz lohnenswert? Brauche ich das jetzt? Welche Konsequenzen hat das? Verzichte ich oder gebe ich der Versuchung nach? Das sind völlig andere Fragen, die du dir stellst, als wenn du für deinen Job, für eine Reportage, eine Challenge in Anführungsstrichen hast, 30 Tage nicht zu saufen und weißt, danach kann ich aber weiter saufen. Völlig unterschiedliche Gedankengänge. Ja, aber und auch ihre, nachher, dafür morgen kein Kater, ist kein, oh, ich habe abgewogen, sondern ist einfach nur, was ist den einzigen positiven Aspekt, den ich mir jetzt gerade aus den Fingern saugen kann. Ja. Was weiß ich alles, ja. Und nachher, vielleicht am nächsten Tag Selbstvorwürfe gar oder so, ne? Lohnt es sich für diesen Anlass? Oder vielleicht kommen sie dann zum Schluss für einen anderen Anlass. Lohnt es sich und ist genau das Richtige, dann ist ja auch okay, ne? Da sprechen Sie auch total mein Empfinden eigentlich in dem Moment an. Ne?
Weil oh Gott, ich kann das nicht, ich krieg zu viel. Ich glaube auch tatsächlich, wir werden aus den restlichen 15 Minuten nichts weiter ziehen können, außer, dass sie es geschafft hat, den Beitrag wieder online zu kriegen. Diesmal mit so einer, ja, mit so einem neuen schönen Anstrich, so nach dem Motto, hey, jetzt haben wir hier eine Expertenmeinung, jetzt ist es voll okay. Aber alles, was tatsächlich passiert, ist, dass sie weiterhin ihren Alkoholkonsum rechtfertigen kann. Punkt. So, das, wie ich es empfinde. Das ist das, was hier passiert ist. Sie musste den Beitrag runternehmen. Fand ich cool. Dann hieß es wahrscheinlich, hey, das müssen wir mit einem Experten machen, damit die Leute nicht mehr meckern, dass das hier irgendwie alkoholverherrlichend ist. Für mich ist das wirklich, würde ich das benoten müssen als Lehrer, würde ich sagen, ist eine 6. Ja. Okay, wollen wir uns dann ganz am Ende die Einordnung angucken? Ich glaube, wir können hier nichts mehr rausziehen, bin ich ganz ehrlich. Also mag sein, dass das vielleicht voreingenommen ist oder so, aber ich glaube, nach 15 Minuten hier kriegen wir nichts mehr raus. Alles klar, verstehe ich. Fazit angucken. Seid ihr fein mit Fazit? Ja. Absolut. Die Kommentare unter dem Video sind sich übrigens auch einig. Auch die neuerliche Einordnung bringt wirklich überhaupt nichts. Okay. Ja, ich habe auch gerade nochmal runtergeguckt und bin auch so ein Fan davon. Wow, ich sehe da keine Selbstkritik und auch seitens des Suchtberaters eine viel zu verharmlosende Einschätzung. Carolina hat auf jeden Fall die Bestätigung, dass sie weitermachen kann. Bin echt sprachlos. Genau das. Ja. Und es ist halt so, okay, ab Minute, wo fängt die denn an? Wir machen, 36. Wir machen sowas selten, Leute. Also wir machen wirklich sowas eigentlich auch nicht gerne, aber in dem Fall, das ist nicht auszuhalten. Ja, wir haben ja das Video gesehen und wir dachten, es wird einen Mehrwert geboten durch eine Reaktion, ja. Aber die gab's ja nicht. Wir gucken uns jetzt noch kurz das Ende an. Ich hab's vermisst. Trotzdem nehme ich Ich hab's vermisst, vor, ist genau der richtige Einstieg. Wenn es darum geht, einfach nur, dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke, finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch eine längere Pause gemacht habe, würde ich sagen, schmeckt es halt besonders gut. Ne? Ist schlimm. Das ist halt eigentlich schade, weil ich glaube, das ist manchmal einfach so Umständen geschuldet. Ich sitze hier in der Kneipe, in der Bar am Schluss und formuliere hier mein Fazit. Und das ist auch sicherlich die halbe Wahrheit, dass ich mich da freue, wieder zu trinken. Das sieht man ja auch. Trotzdem ist es schade, weil einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse im Laufe der Reportage da jetzt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleiben irgendwie. Und das schon nicht stimmt, als wäre das alles, was hängen geblieben ist. Ein Konzept von der Abhängigkeit hat mal irgendwie abgehoben auf den Unterschied zwischen Wanting und Liking. Ja, also das sozusagen Liking, also das wirklich etwas gerne machen. Ersetzt wird im Laufe der Abhängigkeit. Ey, er schickt jedem, der das guckt, wegen dem Dings, gibt er jetzt einen Freibrief, seine Alkoholsucht weiter freien Lauf zu lassen. Ich mag es nur. Ich geh so weit zu sagen, der Beitrag ist durch den Experten jetzt noch alkoholverherrlichender geworden als vorher. Viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Alter, was? Digga, zwei Minuten noch. Der Unterschied zwischen wollen und mögen und wenn sie es nur mögen, ist ja in Ordnung. Das Entwicklung durch Wanting, das ist halt so nur noch ums kompulsiv, Dringendes, was haben müssen und dann irgendwie zu sich nehmen. Oh und sonst Gott. Fühlt man sich auch gar nicht mehr wohl und so und es gehört auch einfach immer dazu, so, ne? Aber das finde ich gerade total spannend, weil das ist eigentlich das, was ich glaube, ich war versäumt habe, in diesem Fazit so richtig treffsicher zu formulieren. Aber im Prinzip das, was... Es fühlt sich für mich... Sorry, dass ich gerade Pause mache mitten im Satz. Ich habe schon gesagt, ich will nichts unterstellen, aber es fühlt sich für mich so krass geskriptet an. Bin ich die Einzige? Aber ich liebe ihre absolut 100% realen... Also, ich kann doch nicht der Einzige sein. Es fühlt sich für mich wirklich so an. Sorry. Ey, Leute, Alter, ihr habt aus einem übertrieben problematischen Beitrag einen Beitrag gemacht, der, ich weiß gar nicht, wo ich den einordne. Ist das jetzt ein Motivationsvideo für Leute zum Saufen oder was ist das geworden? Ich gehe heute 12 Liter Wodka trinken, aber nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es mag. Wow. Komm, es ist 1,40, schaffen wir noch. So richtig treffsicher zu formulieren. Aber im Prinzip das, was ich meine. Hier bleibt auf der Strecke, dass ich durchaus gemerkt habe, dass es diese Phasen des Wantings gibt. Ja?
und dass die auch wirklich kritisch zu betrachten sind. Aber in diesem Fall ordne ich das deshalb als nicht verwerflich ein, weil es hier eigentlich um ein Liking geht. Es geht um ein, hey, ich habe jetzt wirklich einfach Lust, es macht Spaß, es ist... Oh, sie hat das schnell analysiert, ne? Vielleicht dann morgen auch, ja, irgendwie auch sofort adaptiert. So, aber der ist es ja quasi wert, jetzt nach diesem... Improvise, adapt, overcome. Ja, das Geile ist ja, sie hat jetzt mit jedem... Jeder, der jetzt mit ihr darüber diskutieren wird, über ihre Art des Konsums, dem wird sie das Ding drücken. Ja. Das hat sie jetzt gelernt. Das hat sie aufgenommen wie so ein Schwamm. Für sich, für sich selber auch als Entschuldigung. Ich habe kein Alkoholproblem. Ist gerade Liking, nicht Wanting. Ja. Mann, sie hat ein therapeutisches Zertifikat für ihre Alkoholsucht. Freibrief. Ja, Mann. Ich habe jetzt heute mal einen Liking-Abend. Aber es ist interessant. Also finde ich spannend. Heute habe ich mal einen Liking-Abend. Ich bin hier, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, es war ja quasi der letzte Tag. Ne? Da trinke ich wieder. Aber auch seitdem ist da auch wahnsinnig viel passiert. Ne? Also ich glaube, dass diese Konsumpause gekoppelt an dieser Reportage. Ich mache jetzt 6 Tage die Woche Alkohol. Liking. Ein viel kritischer Blick auf meinen Konsum werfe. Gut, wie Liking. Glaube ich auch seltsam. Das konnte an mir jetzt ja gar nicht vorbeigehen, auch aufgrund des Echos einfach, ne? dass man schon merkt, das ist schon irgendwie viel. Ich fand halt gut, dass. Diese Schnitte immer, wenn ein Punkt kommt, wo seine Reaktion spannend wäre. Das ist jetzt das vierte Mal, obwohl wir geskippt haben, dass wir an einem Punkt kommen in einem Gespräch, wo ich denke, jetzt will ich wissen, was er sagt. Oh, Schnitt. Und zwar, also achtet mal bitte drauf, wie unsauber auch. Also das kann man ja auch mit einem, wie sie es die ganze Zeit machen, mit einem Kamerawechsel kannst du einen Schnitt wunderbar kaschieren. Aber dann macht man das bitte technisch sauber und nicht so. Ich fand halt gut, dass Ambivalenz so in der ganzen... Übrigens, Kiwi schrieb gerade im Chat, Satan sagt, das ist nur Liking. Kenn dein Limit, Alter. Schärfe irgendwie da sein durfte in der Reportage. Ob er gleich noch ein Tornado zündet? Ich finde, das ist als letztes Bild. Die letzte Minute so mit Partymusik und er so. Es kommt einfach, Ron kommt einfach rein und nimmt ihn mit. Ja. Also, hey, ich piss auf euch! Alkohol, yeah! Das wäre ein riesiges Geld. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Nee. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch in unserer Kommentarspalte. Sorry, Alter. Wenn ihr wissen wollt, was das Klärwerk über euren Drogenkonsum weiß, dann schaut euch dieses Video von Zweifelsfrei an. Ja, Klärwerk. Gutes Stichwort. Freunde, wir nehmen hier nichts mit. Ja, ist wie ein Besuch im Klärwerk. Nimmst du nichts mit nach Hause. Aber ich war mal in einem Klärwerk mit der Schule. Das war super interessant im Gegensatz zu dem hier. Das stimmt tatsächlich. Das ist ja richtig schlimm. Wow, okay, na zum Glück ist das gebührenfinanziert. Naja. Ich sag mal, bis gleich.